Fange, die Folien zu dem Vortrag gibt es zum Runterladen auf der Froscon-Seite, wenn man unter Programm die Informationen zu dem Vortrag abruft. Da gibt es auch einen Link, wo die PDF-Slides zum Runterladen sind. Und in den Folien sind die üblichen Stichworte alle verlinkt mit Links zu Informationen über das jeweilige Thema. Gibt also keinen Grund zum Mitschreiben. Ich hoffe, meine Stimme hält durch. Ich habe hier auch einen Stand und habe in den letzten zwei Tagen so viel geredet, wie sonst die ganze Woche über nicht. Mal sehen. Ich fange einfach an. Atom Publishing Protocol. Was ist das überhaupt? Die Idee beim Atom Publishing Protocol ist, dass es ein standardisiertes Protokoll zur Übertragung von Inhalten auf Websites und von Websites ist. Es hört sich ziemlich primitiv an, war aber eine ziemlich schwere Geburt, wie wir noch sehen werden. Ein paar Worte über mich, warum stehe ich hier und erzähle Ihnen was darüber. Ich bin der aktuelle Maintainer eines Open Source Content Management Systems namens Geeklog. Wir haben einen Stand da vorne. Wir haben letztes Jahr das Atom Publishing Protokoll als Projekt gehabt für den Summer of Code. Ich weiß nicht, ob das Programm bekannt ist, das Google seit einigen Jahren veranstaltet. Da werden bezahlt Google-Studenten dafür, dass sie Open-Source-Software entwickeln. Und wir haben an diesem Programm teilgenommen und haben einen Studenten darauf angesetzt, das war der gute Ramnath Iyer, der dieses Protokoll für uns in Geeklog implementiert hat. Und von den Erfahrungen bei dieser Implementierung wird hier immer nebenbei ein bisschen die Rede sein. Schön. Das ist im Prinzip die Agenda für heute. Ich gebe einen kurzen Rückblick. Warum musste man überhaupt ein neues Protokoll erfinden? Was waren die Probleme mit den alten? Dann ein paar Grundlagen zu Atom und dem Atom Publishing Protokoll und ein paar Worte zur Anwendung, was es an Anwendungen gibt und wie man es anwenden kann. Das Symbol muss ich wahrscheinlich hier keinem weiter erklären. RSS-Feeds sind ja mittlerweile Standard für viele Websites. Man kann die Newsartikel zum Beispiel auf Heise, auf Slashdot und so weiter, kann man abonnieren als RSS-Feed und in einem getrennten Feedreader ansehen, sodass man die Webseite nicht mehr besuchen muss. Das funktioniert ja alles prima, nur wenn man ein bisschen hinter die Kulissen guckt, wundert man sich, dass das so gut funktioniert. Es gibt, man sieht ja diese netten Versionsnummern, wenn man sich die Feeds mal anguckt, RSS 0910, 093, 20. Das sieht ja dann aus, als hätte es hier eine fortschreitende Entwicklung gegeben. Das ist aber eben nicht der Fall, wie man hier leicht sehen kann. Ich will jetzt hier auch nicht auf alle Details eingehen, aber mal so ein bisschen, um einen Eindruck zu geben, wie verwirrend die Entwicklung hier war. Content, also Feed, Formate sind ja nichts Neues, die gab es schon lange, die wurden meistens halt ad hoc erfunden, wenn jemand mal die Aufgabe hatte. Es gab unendlich viele Formate, die nur für eine Anwendung entwickelt worden sind, die sich aber nie wirklich durchgesetzt haben in der Breite. Das wurde besser mit der Erfindung von XML und speziell dann RDF, das ist der erste Punkt hier auf der Zeitskala. RDF steht für Resource Description Framework, ist ein W3C-Standard, der im Prinzip beschreibt die Beziehungen zwischen Ressourcen im Web. Das geht dann in Richtung Semantic Web, schon im Jahr 97, also als Standard dort verabschiedet worden und basiert auf XML. Die ganze RSS-Sache begann im Jahr 1999 bei der Firma Netscape, als die beschlossen hatten, ihre Webseite mit einem Portal auszustatten, dass man da Newsfeeds von verschiedenen Newsanbietern einbinden konnte. Dafür haben sie ein Format gebraucht und haben sie sich bei RDF bedient, haben das etwas abgespeckt und das Ganze als RSS 090 implementiert. Das hat sich dann schnell steigender Beliebtheit erfreut, weil sich halt herausgestellt hatte, dass zum einen die Website sehr populär war und dass man da auch eigene Feeds, soweit ich weiß, einbinden konnte. Das heißt, es war dann plötzlich interessant zu sagen, ich baue in meinen Blog, wir reden vom Jahr 1999, da gab es noch sehr viele handgestrickte Blogs, baue ich Support für dieses Format an und dann ein und dann kann jemand, der meinen Blog liest, das bei Netscape mit in die Webseite einbinden zwischen den ganzen anderen News, die es da gibt. Insofern, damit begann eigentlich die Popularität von RSS. Und da kamen dann auch schon die ersten Probleme auf, weil RDF, wenn man sich das mal anguckt als Format, ist ziemlich komplex.
Wenn man einfach nur mal so ein RBF-Feed liest, dann scheint irgendwie alles doppelt und dreifach definiert zu sein. Das ist nicht sehr intuitiv verstehbar. Deswegen hat man in der RSS-Community dann schnell angefangen und hat ein abgespecktes Format gemacht. Und das war dann RSS-091 hier unten. Und ja, damit ging eigentlich das Problem dann wirklich los. Weil RSS-091 war wirklich eine drastische Abspeckung. Man hat also eine ganze Menge Sachen rausgeschmissen, die man später dann wieder gebraucht hätte. Und es sind auch Sachen rausgefallen, wie zum Beispiel einfach das Datum eines Artikels. Also einfach die Reihenfolge der Artikel in einem RSS-091-Feed zeigt an, was der aktuellste ist, nämlich der erste. Und das Datum ist einfach untergegangen, solche Sachen. Und im Prinzip hat sich die Community zu dem Zeitpunkt dann gespalten in zwei Hauptrichtungen. Die einen, die mehr an RDF im RDF verwurzelt geblieben sind, die haben dann eine Version 1.0 rausgebracht, die direkt auf 0.9.0 aufbaut und 0.9.1 komplett ignoriert. Und ja, wenn man sich das Datum anguckt, drei Wochen später hat die andere Seite dann ihr eigenes Format weiterentwickelt und ab da war praktisch die Spaltung dann endgültig zementiert. Und irgendwann haben sie halt hier auf diesem Ast gemerkt, was ihnen alles fehlt und haben das dann hinternach wieder implementieren müssen in RSS 2.0. Da sind dann Sachen wie Namespaces wieder reingekommen, die man hier ursprünglich mal rausgeworfen hatte. Namespaces sind zum Beispiel interessant, wenn ich Erweiterungen machen will. Also Podcasts sind ja heutzutage sehr beliebt, ist eine Erweiterung von RSS 2.0, das ginge ohne Namespaces gar nicht. Ich habe dieses schöne Zitat gefunden von Mark Pilgrim, der gesagt hat, er hätte halt in Diskussionen über RSS oft gesagt, dass es 7 zueinander nicht kompatible Versionen von RSS gäbe und er wollte sich dafür entschuldigen, er hätte nochmal nachgezählt, es sind in Wirklichkeit 9 verschiedene Formate, die nicht zueinander kompatibel sind. Und das ist ja für ein eigentlich maschinenlesbares Format, ist das ja eigentlich ein Armutszeugnis. Wenn ich 9 verschiedene Varianten habe, die nicht wirklich alle zueinander kompatibel sind, das ist einfach... Deswegen sage ich es ist eigentlich ein Wunder, dass das so gut funktioniert mit den Newsfeeds. Das ist aber halt deswegen nur, weil die im Wesentlichen die Titelinformationen rausholen und den Inhalt und dann vielleicht noch das Datum. Und mehr braucht man in einem normalen Feed-Szenario nicht. Wenn man ein bisschen mehr damit machen will, reicht das eben nicht. Weitere Probleme von RSS sind die ungenauen Spezifikationen. Das waren halt oft, wie auch eben angeklungen ist, so Spontanentscheidungen. Wir machen jetzt ein neues Format. Das hat jemand auf seine Webseite gestellt und alle haben es irgendwie implementiert. Und meistens, indem sie halt einfach sich ein Feed in dem Format angeguckt haben und haben es nachgebaut. Sowas wie genaue Spezifikationen gibt es da nicht. Da sind typische Probleme dann immer, zum Beispiel, wie bindet man eigentlich HTML ein? Es ist ja ein XML-Format, also kann ich reines HTML, was ja nicht XML-compliant ist, nicht einbetten und dann musste man je nach Format das anders tun und es war nie genau klar, wie das eigentlich geht. Und natürlich halt diese Grabenkriege, diese Spaltung der Community in zwei Hauptrichtungen. Da gab es noch weitere Sachen, dass gewisse Leute bestimmte Formate, bestimmte Versionen von Formaten für ihr Eigentum erklärt haben, haben gesagt, daran darf jetzt nichts mehr geändert werden. Solche Sachen. Es gab halt immer wieder Versuche, zum Beispiel ein RSS 3.0 aufzustellen, um vielleicht die beiden Formate wieder zusammenzuführen, aber es hat nie zu irgendwas geführt, weil es eben diese Glaubenskriege einfach gab. Das war jetzt die eine Richtung. Feeds von der Webseite zum Client. Wenn man sich die andere Richtung anguckt, wenn ich also einen Client habe auf meinem Rechner und möchte etwas zu meiner Webseite übertragen. Da gab es recht früh zum Beispiel das Blogger-API für die gleichnamige Webseite, die ja mittlerweile zu Google gehört. Das war aber auch recht primitiv. Das hat zum Beispiel noch nicht mal erlaubt, dass ich meinem Artikel einen Titel mitgebe. Ich konnte nur den Content übertragen. Dann haben sehr schnell natürlich Leute gesagt, ja, aber ich brauche einen Titel. Haben dann ihr eigenes Format gemacht, ihr eigenes Protokoll für die Übertragung. Meta-Weblog-API ist so entstanden. Es gibt noch diverse andere, die halt auch alle nicht zueinander kompatibel sind. Und in der Richtung haben wir genau das gleiche Problem wie mit den Feeds. Es funktioniert alles irgendwie, aber nicht wirklich gut. Deswegen haben sich halt verschiedene Leute irgendwann gesagt, okay, so geht es nicht weiter. Sie haben es
jahrelang hinter den Kulissen versucht, das alles wieder auf die Reihe zu kriegen. Es hat nicht funktioniert, wegen Egos, die im Weg standen und wegen technischer Probleme. Und so hat man irgendwann gesagt, okay, wir fangen jetzt einfach nochmal neu an. Wir machen ein ganz neues Format, das beide Richtungen abdeckt, das ordentlich durchspezifiziert ist. Und das war eben Atom. Ich muss dazu sagen, ich benutze das hier ein bisschen beide Richtungen immer mit Atom. Also es gibt zum einen Atom Feeds, die über den RSS Feeds ersetzen sollen. Und es gibt in die andere Richtung das Atom Publishing Protokoll zum Übertragen der Inhalte auf die Webseite hoch. Und als Oberbegriff des Ganzen verwende ich im Wesentlichen Atom. Die Prinzipien hinter Atom waren dann auch, wo man versucht hat, aus der Vergangenheit zu lernen. Es soll 100% unabhängig sein, das Format soll nicht irgendjemandem gehören. Jeder soll es implementieren können. Es muss erweiterbar sein, zum Beispiel Stichwort Namespaces, und es muss ordentlich durchspezifiziert sein. Und so ist man dann auch wirklich die extra Mile gegangen, wie man im Englischen sagt. Man hat dafür gesorgt, dass das Format, dass beide Richtungen als RFCs hinterlegt werden. RFCs sind ja die Standards, die im Prinzip das Internet beschreiben, wie es funktioniert. Da geht man zur Internet Engineering Task Force, IETF, bildet eine Working Group und dann diskutiert man so lange, bis alle übereinstimmen und dann wird es als Standard verabschiedet. Und das sind die beiden Standards für Atom, 4287 für die Atom Feeds und 5023 für das Atom Publishing Protokoll. Und da steht es jetzt wirklich drin, wie das alles funktioniert, wie man HTML einbettet, alle Details. Und ich finde, die sind übrigens auch sehr lesbar, also kann man wirklich verstehen, das ist also nichts hochgradig Technisches. Soweit der Rückblick. Fragen bis zu diesem Punkt? Ansonsten, wenn Fragen sind, auch immer gerne unterbrechen einfach. Ein paar Grundlagen von Atom. Eines der Grundprinzipien, die man bei Atom umgesetzt hat, ist REST. Das steht für Representational State Transfer und ist eher eine Philosophie als ein wirkliches Protokoll. Das heißt, die Idee ist, jede Ressource, mit der man es zu tun hat, also ein Artikel, ein Bild, was auch immer, hat eine eindeutige ID, unter der es immer erreichbar ist, solange es existiert. Und auf diesen IDs kann ich dann Operationen durchführen. Und für REST und im Zusammenhang mit Atom hat man sich entschieden, man benutzt einfach das, was HTTP schon unterstützt. Das kennt ja wahrscheinlich jeder, wenn ich eine Webseite abrufe, dann ist das ein GET-Request in HTTP. Dann habe ich eine eindeutige URL und ich sage zum Webserver, gib mir jetzt mal bitte die Seite, die dahinter steht, oder das Bild, das an der Stelle steht. Und wenn ich etwas übertrage mit HTTP, dann ist das eine Post-Operation. Das ist dann die andere Richtung. Das kennt wahrscheinlich auch jeder mit Formularen, die werden per Post übertragen. Was weniger bekannt ist, es gibt auch noch weitere HTTP-Verben, nämlich PUT und Delete, und dann gibt es noch eine Handvoll Options und so weiter, die weniger verwendet werden und die ja nicht von Interesse sind. Aber ich kann wirklich direkt einem Webserver einen HTTP-Delete-Request schicken, als das unterstützt jeder Webserver, der da draußen ist. Ich brauche also kein neues Protokoll mehr auszudenken, die können das alle schon. Und ich sage ihm dann einfach, lösche diese URI. Wobei Atom hat mir jetzt eben festgelegt, dass das Ganze so funktioniert, wenn ich eine Ressource abrufe, dann geht das über GET, wenn ich eine neue anlege, dann geht das über POST, wenn ich eine vorhandene Ressource verändern will, geht das über die PUT und wenn ich sie löschen will, logischerweise über DELETE. Ein bisschen XML. Das ist ein Atom Entry. Das ist im Prinzip der Kern des ganzen Protokolls für beide Richtungen. Ein Atom Entry beschreibt eine solche Ressource. Da oben steht zum Beispiel gleich in der ersten Zeile die ID, die sie hat. Und dann kann ich mit weiteren Metadaten angeben, was ich sonst noch über diese Ressource weiß oder wissen sollte. Wann sie zuletzt aktualisiert wurde, ich kann ihr einen Titel mitgeben, ich kann Kategorien definieren. Ich habe einen Link, den ich mitgebe, wenn ich diese Ressource ändern will. Das ist der eigentliche Content. In dem Fall ist es einfach ein HTML-Schnipsel.
und ich kann einen Autor mitgeben. Und je nachdem, was es ist, wenn es ein Bild ist, dann würde ich halt auf die Bilddaten hier drin noch verweisen, die dann bei einem Post-Request getrennt mitgeschickt würden. Und das ist eigentlich schon alles, wenn man sich das nämlich mal überlegt. Atom Feeds sind dann einfach nur solche Atom Entries hintereinander gereiht mit einem zusätzlichen Tag außenrum. Und wenn ich über das Atom Publishing Protokoll etwas veröffentlichen will, dann schicke ich einen einzelnen Atom Entry im Normalfall wieder hoch. Einfach, aber effektiv. Zweites wichtiges XML-Schnipsel. Wenn ich nun einen Webserver habe oder überhaupt eine Web-Applikation, die Atom Publishing Protokoll unterstützt, wie teile ich der Welt das mit? Dafür gibt es das sogenannte Service-Dokument, in älteren Spezifikationen auch noch als Introspection bezeichnet. Den Begriff findet man manchmal noch. Und da teile ich dann mit, was meine Web-Applikation alles kann. So ein Service-Dokument unterteilt sich in zwei Bereiche, in sogenannte Workspaces und sogenannte Collections. Eine Workspace würde ich definieren für jede Webseite, die ich darüber verwalte. Zum Beispiel eben, wenn ich unter der gleichen URL ein normales CMS und vielleicht einen Blog betreibe oder eine Bildergalerie, dann würde ich denen jeweils einen eigenen Workspace zuordnen. Und innerhalb der Collection, innerhalb der Apps, der Workspaces gibt es dann diese Collections, in denen ich festlegen kann, mit was ich es hier zu tun habe. Also in dem Fall haben wir nur einen Workspace und eine Collection, einfach aus Platzgründen. Der Workspace hat eine Überschrift, den kann ich, wenn ich jetzt als Client diese Beschreibung abrufe, kann ich das meinem User präsentieren, dass es hier einen Workspace gibt, der den Titel Froscon hat. Und innerhalb der Collection ist dann definiert, dass das hier zum Beispiel Artikel sind, auch hier wieder entitled einfach dazu, und von welchem Format die sein müssen. Das ist jetzt hier der MIME-Type für einen Atom-Entry, aber es könnte auch jeder andere MIME-Type da stehen. Also wenn ich Bilder über diese Collection verwalte, stehen hier einfach aufgelistet alle Bildformate, die ich unterstütze, also Image, PNG, Image, JPEG und so weiter. Oder es kann eben auch ganz einfach Plain HTML sein, Text HTML. Dann ist in Atom vorgesehen, das hatte ich schon mal kurz angesprochen, dass es Kategorien gibt. Ich kann hier also mitgeben, ich gebe hier mit die Information, es gibt eine Kategorieliste, die ist fix. Das heißt also, es ist nicht wie Tags frei bearbeitbar. Und es ist im Moment nur eine Kategorie angegeben, die ich halt Open Source genannt habe. Und damit kann ich jetzt mit diesen Informationen, kann ein Client jetzt eben seinem User schon mal präsentieren, was hier übertragen werden soll, nämlich Atom Entries, die Artikel sind, was ein Artikel ist, muss dann der User interpretieren und dass er diese Artikel offenbar in Kategorien einteilen kann. Ja. Was fehlt uns noch, wenn wir übertragen wollen? Authentifizierung wäre ja ganz nett. Ich habe nicht so richtig gesehen, dass jemand zusammengezuckt ist vorhin bei dem Delete-Request. Irgendwie müsste man das ja absichern, dass da nicht jeder herkommt und einen Delete-Request schickt. Hier verlässt sich Atom einfach auch wieder auf HTTP. Das kennt bestimmt auch jeder, wenn er auf einen geschützten Bereich einer Webseite zugreift, dass dann ein zusätzliches Pop-up aufgeht, wo ich dann Username und Passwort eintragen muss. Da technisch gesehen wird an der Stelle ein HTTP 401 Statuscode geschickt, der sagt, du bist hier nicht autorisiert, authentifiziere dich gefälligst. Und in dem Header, der dabei steht, wird dann ein Authentifizierungsverfahren vorgeschlagen. Das ist jetzt einer der Punkte, wo ich sagen muss, da ist Atom mal nicht so gründlich gewesen, weil man das einfach gesagt hat, wir unterstützen, was HTTP kann an der Stelle und fertig. Und da haben wir jetzt das Problem, dass verschiedene Clients eben nicht alle Authentifizierungsverfahren unterstützen und die haben auch alle so ihre Vor- und Nachteile. HTTP Basic Authentication ist die einfachste Methode, aber auch die unsicherste, denn da wird das Passwort einfach einmal in Base64 umgewandelt und über die Leitung geschickt. Das ist natürlich
nicht wirklich Verschlüsselung, das ist bestenfalls Verschleierung. Dann gibt es Digest Authentication, die funktioniert schon besser, da wird wirklich verschlüsselt. Adaptiert hat man aus dem Bereich SOAP die Authentifizierung, die dort verwendet wird. Das ist WSSE, genauer gesagt WSSE User Token heißt das Verfahren. Auch da wird verschlüsselt und dieses Verfahren ist sogar gegen Replay-Attacks sicher. Das heißt, wenn man mithört, dann kann man die Daten nicht nochmal schicken, um sich einzuloggen, sondern bei der nächsten Authentifizierungsoperation werden komplett andere Daten übertragen zwischen den beiden. Und auch neu in der Anwendung ist OAuth. Das ist ein offenes Verfahren, das ähnlich funktioniert wie OpenID. Das heißt, wenn ich mich irgendwo einlogge über OAuth, dann gebe ich mein Passwort nicht mehr bei dieser Webseite an, sondern es kommt eine dritte Partei ins Spiel, mein OAuth-Provider, wo ich meinen Account habe und dem gegenüber authentifiziere ich mich und der sagt dann dem Webserver, okay, den User kenne ich, der ist echt, den darfst du reinlassen. Ja, und das sind jetzt halt die Verfahren, mit denen man rechnen muss, dass man die vorfindet, wenn Atom oder Atom Publishing Protokoll im Einsatz sind. Und die haben auch alle so ihre kleinen Nachteile. Also HTTP Basic ist natürlich nicht sehr sicher. Bei Digest Authentication und WSSE hat man das unerwartete Problem, man muss das Passwort des Users kennen, um die Schlüssel berechnen zu können. Das ist zum Beispiel bei uns in Geeklog nicht der Fall. Wir kennen die Passwörter unserer User nicht, weil wir die nicht speichern. Wir speichern nur ein Hash des Passworts. Wie sollen wir jetzt Digest Authentication machen, wo wir das Passwort im Klartext wissen müssten? Das heißt, das können wir im Moment gar nicht implementieren. Bei Digest Authentication gibt es noch den Ausweg. In der Verschlüsselung ist ein Triple mit enthalten, in das das Passwort einfließt. Und dieses Triple ist aber konstant. Und das heißt, der Ausweg da wäre, dass man sich dieses Triple halt merkt. Jedes Mal, wenn der User sein Passwort ändert, muss man dieses Triple neu berechnen für den User und speichert das nochmal konkret separat mit. Aber bei WSSE hilft das auch nicht weiter, da geht das auch nicht, da ist wirklich die Kommunikation jedes Mal anders. Und wenn man ein System hat, das das Passwort aus Sicherheitsgründen nicht speichern will, dann hat man hier ein Sicherheitsproblem auf anderer Ebene. Das ist also auch interessant. OAuth, das Problem da ist, dass eine Kommunikation stattfinden muss, eine Interaktion auch mit dem User. Und wenn ich eine Applikation habe, die überhaupt kein User-Interface hat, ich zeige nachher noch eine, dann ist das etwas schwierig. Also wenn ich über ein Kommandozeilentool einen Webbrowser aufrufen muss, jedes Mal, wenn ich auf irgendwas zugreifen will, das ist ein bisschen unpraktisch. Ja, das war's schon zu der Technik. Fragen soweit? Richtig, da bleibt im Moment nur die Möglichkeit übrig. Anwendungen. Ja, ich hatte es schon erwähnt, wir haben dieses Summer of Code Projekt gehabt für Geeklog. Mit dem Ergebnis, dass wir jetzt in Geeklog Artikel und das, was wir statische Seiten nennen, per AtomPub bearbeiten können. Das heißt, unsere User können jetzt hergehen, wenn sie einen Artikel einreichen wollen, dann können sie auch einen Desktop-Client dafür benutzen. Und wenn sie entsprechenden Rechte haben, können sie auch die sogenannten statischen Seiten bearbeiten. Also statische Seiten sind bei uns alles, was kein Artikel ist, also zum Beispiel ein Impressum oder einfache Produktbeschreibungen werden da abgelegt. Als Bonus, weil Geeklog ist schon ein bisschen älter und hat an der Stelle ein kleines Defizit gehabt, weil die Trennung von dem normalen Webformular, in dem man vorher den Artikel eingegeben hat, und den Funktionen, die das in die Datenbank geschrieben hatte, die waren nicht sehr sauber. Als Bonus gab es für uns dann an dieser Stelle nochmal eine ordentliche Trennung, unser sogenanntes internes API, das jetzt wirklich das separiert wird. Das war ein nettes Abfallprodukt und da können sich jetzt zum Beispiel Plugins drauf aufsetzen und dann können Plugins untereinander kommunizieren über dieses API. Und so könnte man jetzt zum Beispiel ein Plugin schreiben, das eben einen Artikel veröffentlicht.
Das ist dann zum Beispiel sehr praktisch für Import-Skripte von anderen CMS-Systemen. Da haben wir immer das Problem, dass es keine wirklichen Konvertierungsfunktionen gibt, weil die bisher jedes Mal angepasst werden mussten, weil sie direkt in die Datenbank schreiben mussten. Das haben wir jetzt damit gelöst. Was bei der Entwicklung sehr hilfreich war, ist der sogenannte Atom Protocol Exerciser, APE, den Tim Bray geschrieben hat. Das ist im Prinzip so etwas wie der W3C-Validator für HTML, ist der Atom Protocol Exerciser das für das Atom Publishing Protokoll. Das heißt, ich gebe diesem Programm, das vielmehr ist eine Webseite, gebe ich die Adresse meines Service-Dokuments und dann guckt er sich da an, was da alles angegeben wird und probiert das mal alles durch. Das heißt, er versucht dann Artikel zu veröffentlichen, wenn ich sowas zulasse, oder Bilder hochzuladen und guckt sich die Reaktionen der Web-Applikation an und testet das dann auch alles ordentlich durch. Wie man sieht, hat er auch einen Fehler gefunden. Ansonsten halt, Clients sind nicht sehr spektakulär für Atom Publishing Protokoll. Das sind halt kleine Desktop-Applikationen, in die ich halt meinen Artikel eintippe. Was dann auch so ein bisschen den Nachteil hat, dass ich jetzt dann statt die Benutzung der Webseite lernen zu müssen, muss ich jetzt die Benutzung von so einem Client lernen. Da bietet sich noch meine Lieblingsapplikation an. Im Bereich Atom Publishing Protokoll, es gibt UPFS, das ist ein Filesystem. Das bildet die Inhalte der Webseite ab als Dateien in einem neuen Dateisystem. Es basiert auf Fuse, das ist von Google eine Open Source Kernel-Erweiterung, heißt Filesystem in User Space, weil normalerweise, wenn ich unter Linux ein Filesystem schreiben will, muss ich mich erstmal mit Kernel-Programmierung auseinandersetzen, was etwas haarig ist. Nicht jedermanns Sache. Und Fuse legt dann ein einfaches API nach draußen, auf das ich dann von außen aus dem User Space eben aufsetzen kann und kann da mein eigenes Filesystem schreiben. Und so ist zum Beispiel UPFS ist einfach ein Ruby-Skript, das dann das Filesystem implementiert. Das kann man sich ungefähr so vorstellen. Ich habe es mal versucht zu visualisieren. Das Fenster im Hintergrund ist ein File-Manager. Ich gehe mal hier rüber. Hier ist ein normaler Verzeichnisbaum abgebildet. Ich habe hier unter Test 3 UPFS eingebunden. Das hat dann, das wird ganz normal, wie eben beschrieben, auf das Service-Dokument angesetzt. Der hat dann festgestellt, da ist eine Webseite dahinter, die heißt in dem Fall Miltest und die veröffentlicht irgendwelche Stories und hat das hier entsprechend als Ordnerhierarchie abgebildet. Und dann zusätzlich noch gibt es hier Drafts und Published, das heißt im Atom Publishing Protokoll ist vorgesehen, oder überhaupt im Atom Entry ist vorgesehen, ein Draft Flag, dass ich sagen kann, dieser Artikel ist nur Entwurf, der ist noch nicht veröffentlicht worden und UPFS bildet alle Artikel, die dieses Flag gesetzt haben, in einen extra Ordner ab. Das ist also ein Zusatzfeature jetzt von UPFS, das ist nicht im Protokoll als solches drin. Und dann kann ich auf das Verzeichnis Published gehen und da finde ich dann jetzt ein Objekt, das da heißt Welcome to Geeklog. Und das ist einfach der Default-Artikel, den ich vorfinde, wenn ich eine neue Geeklog-Seite installiert habe. Und wenn ich dieses Objekt öffne, dann kann ich das zum Beispiel in einem HTML-Editor, wie hier Bluefish unter Linux, einfach öffnen. Und dann habe ich den Inhalt dieses Artikels direkt in meinem HTML-Editor. Und das eröffnet natürlich jetzt ganz neue Möglichkeiten zur Betreuung von Websites. Also wenn jemand sagt, das ist alles viel zu kompliziert für mich, dann kann ich ihm sagen, okay, du kennst dich doch mit diesem und jenem Programm aus, schreib deinen Artikel einfach in dem Programm, speichere es in dem richtigen Ordner und dann erscheint es automatisch auf der Webseite. Und wenn du es ändern willst, einfach nochmal aufmachen und die Korrektur machen. Das sind, denke ich mal, ganz neue Anwendungsmöglichkeiten, die sich hier eröffnen, die natürlich theoretisch mit den ganzen anderen Protokollen auch gegangen wären, nur wäre es da halt sehr viel komplizierter geworden, beziehungsweise man hätte für jedes Protokoll das alles neu schreiben müssen. Und so muss man es wenigstens nur einmal machen. So, nun ist es ja nicht so, dass nur so eine Handvoll Open-Source-Projekte dieses Protokoll einsetzen, sondern es gibt eine ganze Menge bekannter Firmen, die das auch einsetzen. Also zum Beispiel Microsoft.
Wer wusste, dass Microsoft einen Blog-Editor geschrieben hat, einen Blog-Client? Einer, zwei, immerhin Windows Live Writer heißt das Ding. Ist natürlich eigentlich gedacht für diese Live Spaces, die Microsoft anbietet, aber der kann in den letzten Versionen jetzt auch Atom Publishing Protocol, den kann man also einsetzen. IBM hat offenbar sehr viel hausintern mit AtomPub gemacht, was genau weiß man nicht, aber es gibt auf der IBM DeveloperWorks Website sehr viele Artikel, die sich mit AtomPub, mit dem Protokoll beschäftigen, auch diese eine Grafik vorhin war aus einem solchen Dokument. Auch Sun macht einiges, es gibt einen Java AtomPub Server, was der genau macht, weiß ich nicht, Java ist auch nicht so mein Fall normalerweise. Aber die sind auf jeden Fall auch mit im Boot. Und Oracle hat natürlich auch etwas im Angebot, was sie AtomDB nennen. Ist allerdings nicht wirklich eine Datenbank, wenn ich das richtig verstanden habe, sondern eher ein Proxy für mobile Endgeräte, der die Artikel als Atom-Entries in einer Datenbank speichert. Offenbar, um die einfacher wieder ausliefern zu können für Mobilgeräte. Ja, und ganz oben Google habe ich übersprungen aus diesem Grund. Habe diese Aussage gefunden von jemandem von Google, dass sie Atom und AtomPub schon seit über 2 Jahren als Grundlage für alles, was sie bei Google an Daten-APIs machen, verwenden. Diese Aussage stammt vom Februar diesen Jahres. Und tatsächlich, wenn man sich mal diese ganzen Angebote von Google genauer anguckt, also Google Kalender, Blogger, Picasa, YouTube, Open Social, dieses neue Protokoll für soziale Netzwerke, dann findet man dort immer wieder Atom Entries. Das ist alles Atom-basiert. Man hat sich hier bei Google wirklich direkt an die Entwicklung drangehängt und hat das alles so implementiert. Das heißt, wenn ich jetzt einen Atom-Pub-Client habe, könnte ich theoretisch an den Google-Kalender drangehen und mir die Einträge dort abrufen. Theoretisch deswegen, weil Google im Moment als Authentifizierung OAuth einsetzt, was halt nicht alle Clients können. Das Problem bei einem Kalender, was man dann natürlich hat, ist, man hat weitere Informationen drin, die im Atom Publishing bzw. in einem Atom Entry eigentlich gar nicht vorgesehen sind. Also ich meine, ein Kalendereintrag wird eine Beschreibung haben und eine Überschrift. Das lässt sich 1:1 abbilden auf einen Atom Title und Atom Content. Aber was ist mit Start- und Endedatum oder Teilnehmerliste oder sowas? Das fehlt natürlich, die sind im Protokoll natürlich so nicht vorgesehen. Da kommt die Erweiterbarkeit dann ins Spiel und Google hat ein eigenes Erweiterungsprotokoll entwickelt, das heißt G-Data. Und alles, was Sie an Zusatzinformationen brauchen, was eben nicht im Atom-Protokoll direkt vorgeschrieben ist, machen Sie über G-Data. Das ist allerdings auch offen, public beschrieben und kann jeder auch sonst benutzen. Blogger hat ich. Ja? Ist das dann eine Erweiterung der Atom-Spezifikation oder ist das reine Payload im Protokoll? Das sind zusätzliche Tags im Protokoll. Also das ist nicht einfach nur Payload als Daten hinzufügen. Kommt auf die Definition von Payload jetzt an. Ja, ich habe ein Atom-Protokoll und das hat irgendeinen Content. Quasi. Ja. Und die haben jetzt nicht eben einfach den HTML-Post mit dem Inhalt des Kalendereintrags erweitert, sondern G-Data ist tatsächlich eine Erweiterung der Atom-Spezifikation. In dem Sinne ja, dass es zusätzliche Tags sind, die außerhalb von dem Content sind, sondern eine Ebene höher sozusagen. Ja. Also so wie es gibt eben dann Title, Content, Datum und dann kommen da noch die ganzen G-Data-Erweiterungen. Bei Geeklog machen wir es übrigens ganz ähnlich. Wir haben in Geeklog ja auch Informationen drin, die recht spezifisch sind. Wir haben eine Rechteverwaltung, die wir irgendwie abbilden müssen. Informationen, die betten wir auch mit ein einfach. Wir haben zusätzlich einen Namespace GL definiert, in dem die einfach eingebettet werden. Und natürlich wird kein Client, also wenn jetzt mal jemand auf die Idee käme, einen Client speziell für Geeklog zu schreiben, dann könnte er diese zusätzlichen Informationen auswerten. Ansonsten versuchen wir natürlich auch, das möglichst neutral zu halten, damit man auch normale Clients benutzen kann. Das gleiche Problem hat Google halt hier auch. Genau. Ja, dann bin ich viel zu schnell. Eigentlich im Großen und Ganzen schon durch.
nochmal zusammengefasst, Atom und Atom Pub sind frei, offen und standardisierte und herstellerneutrale Protokolle, die, wie wir gesehen haben, breite Unterstützung genießen, nicht nur im Open-Source-Umfeld, sondern eben auch bei kommerziellen Firmen und sollten daher attraktiv sein für Softwarehersteller wie für Anwender. Und es ist noch nicht sehr bekannt, das Atom Publishing-Protokoll, weil es auch noch relativ jung ist. Es ist im November 2007 in der RFC erst verabschiedet worden. Aber die Unterstützung wächst. Also ich sehe halt ständig, dass neue Clients kommen, dass vorhandene Clients, es gibt ja viele Block-Clients, dass die nach und nach jetzt AtomPub als Protokoll nachrüsten, dass Web-Applikationen das nachrüsten. Und wie wir gesehen haben, Google benutzt das klammheimlich schon seit 2 Jahren und keiner hat es gemerkt. Also man muss einfach nur mal genauer hingucken und dann sieht man an sehr vielen Stellen schon Atom und AtomPub in Benutzung. Gibt es Zahlen zur Skalierung? Wüsste ich jetzt überhaupt nichts. Ich bin ehrlich gesagt auch nicht ganz klar, was bei RSS die Skalierungsprobleme sind. Mhm. Ja, aber das ist doch eher ein Problem dann des Backends, wenn die Implementierung da entsprechend ist. Also ich denke mal, da geben sich die beiden Protokolle dann nichts. Kannst du fragen, ja? Es gibt ja nur bestimmte Clients, die nur Gap und Host unterstützen. Wie ist das da? Ist das eine Anpassung von den Produkten und Host? Also ich denke jetzt an Java im Wesentlichen. Da kann keine, die anderen HTTP werben nicht. Mhm. Gute Frage. Ich weiß jetzt gar nicht, ob über Lager das Post im Standard vorgesehen ist. Bin ich überfragt, ja. Müsste man nachlesen. Aber ich denke, also Put wird explizit erwähnt, aber ich weiß nicht, ob Alternativen vorgesehen sind. Nee, tut mir leid. Okay. Ja. Gibt es da irgendwelche Erfahrungswerte mit? Also das als X-Messaging-Protokoll zu verwenden, ich weiß nicht, keine Ahnung, umzurunden oder sonstige Meldungen, die eben nicht jetzt klassischer Web-Content sind. Und das im Vergleich zum Beispiel dem Java-Protokoll zu nehmen, haben Sie da Erfahrungswerte? Erfahrungswerte nicht. Ich weiß allerdings, dass mit Jabber, eine Integration mit Jabber, dass da experimentiert wird. Ja, habe ich schon gesehen, dass die auch Jabber-Messages als Atom-Entries verpacken und hin und her schicken. Also wie das dann skaliert oder funktioniert, bin ich auch überfragt, aber da gibt es zumindest Implementationen. Wie sieht es denn auf der Serverseite aus, wenn man jetzt hauptsächlich über die Client-Geschichten redet, das E-Block unterstützt, ist ja dann klar. Ich kenne für Firefox eine Erweiterung, Poster oder so heißt die man dann im Jahr implementiert, gibt es da mehrere Servermöglichkeiten? Ja, also nach und nach werden wahrscheinlich viele CMS nachrüsten, den AtomPub Client Support. Ich weiß, dass für WordPress gibt es eine Extension, die es unterstützt. Andere CMS weiß ich jetzt gerade nicht auswendig, aber ich denke mal, an dem Protokoll wird langfristig wahrscheinlich kaum einer vorbeikommen. Also wenn das nimmt gerade so an Speed zu. Mir geht es darum, dass ich zum Beispiel kein Server im Netz habe. Und wenn das natürlich dann PHP-basiert ist zum Beispiel, ist das natürlich interessanter für mich zum Beispiel. Ich kann da keinen Java-Server aufsetzen. Ja. Da ging die Frage. Ja, es gibt auch, dann gibt es noch die Primitivlösung, direkt auf Apache-Ebene, es gibt einen Mod AtomPub. Das auf allerunterster Ebene unterstützt. Weil wie gesagt, das Protokoll ist ja alles im HTTP-Protokoll, doppeltes P, okay. Vorgesehen. Er spricht einfach nur HTTP und sagt, get diese URI und dann kommt ein XML-Schnipsel hinterher, der hin und her geschickt wird und den kann man ja auch direkt auf dem Webserver speichern. Send-Framework. Aha. Gut. War mir nicht bewusst. Ich weiß auch nicht, ob es zum Beispiel Peer-Pakete schon gibt. Ich glaube, da habe ich auch schon was gesehen. Also wir haben unsere Implementierung selbst gemacht, weil wir auch ein bisschen Pionierarbeit an der Stelle noch gemacht haben, aber mittlerweile gibt es das auch schon fertige Pakete, die das können. Gerade Ruby zum Beispiel, das
erwähnte UpFS ist ja in Ruby geschrieben. Und das eigentliche UpFS ist nur ein relativ kurzes Skript, das setzt auch auf Ruby-Gems dann schon auf, die die Kommunikation machen und XML-Konvertierung und so weiter. Okay, noch Fragen? Dann bedanke ich mich.